Jan hier von Trailtech Mountainbiking. Ich bin in den Wald gefahren, sitze hier im Auto, weil bei uns zu Hause ist nicht mehr sicher im Tal. Die Mächtigen da oben, die hören und sehen alles. Ich habe auch mein Telefon zu Hause gelassen, weil ich kann euch hier vorstellen. Ne? Die können mich orten, die können mich abhören. Heute zur Wahrheit über Corona, diese ganze Pandemie, Quarantäne, diese Kontrolle über uns, dieses... Bei mir hat es angefangen, ich saß zu Hause, habe einen Bikeshop nach dem anderen durchgeklickt und nach sündhaft teuren Fahrradteilen und Komponenten gesucht. Ich bin blank, ich habe mein ganzes Geld ausgegeben. Diese Zeit zu Hause macht mich wahnsinnig. Und auf einmal wurde ich misstrauisch. Ich habe mir gedacht, da steckt doch mehr dahinter. Und deswegen würde ich euch heute die Wahrheit erzählen, damit ihr nicht den gleichen Fehler macht wie ich. Ihr werdet sicher euch auch dabei ertappt haben. Ich kenne euch, Freunde, dass ihr euch dann Gedanken gemacht habt. Och Mensch, könnte ich mal an meinem Fahrrad rumbauen, ne? Gönne ich mir doch mal hier die Carbonkurbel, ne? Lass ich mir doch mal die Kashima-Federgabel raus. So ist bei mir auch angefangen, aber ihr seht, wo ich jetzt bin. Deswegen. Das Ganze ist ein Komplott, eine Verschwörung gegen uns Mountainbiker. Klingt erstmal komisch, ist aber die Wahrheit. Ich habe über das Internet eine Menge YouTube-Videos angeschaut und auch über Freunde aus Foren habe ich eine Menge gelernt. Wir werden gezwungen, unser Geld, wie gesagt, in diese ganze Scheiße zu investieren, bis wir blank sind. Und dann kommt die Stunde der Autofahrer, der Förster, der Jagdpächter, der Stöckchenleger. Ich konnte es anfangs auch nicht glauben, aber es ist so. Wenn wir blank sind, unsere ganzen Bikes und Komponenten bei eBay Kleinanzeigen verkaufen müssen für einen Schleuderpreis, dann schlagen genau diese Typen zu. Die Autofahrer, die insgeheim auch nur neidisch sind, auch gerne Fahrrad fahren würden. Das ist zum Kotzen. Naja. Wie gesagt, mach nicht den gleichen Fehler. Ich muss Schluss machen, das ist ein Hubschrauber.